Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von FrostHerXXL. Und heute kommt die zweite Folge von Wodan. So, heute geht es vor allem darum, dass ich das Haus fertig baue, also dies da, nur grob, später werde ich es vergrößern und nachher gleich noch die Höhle beginnen kann. Und ja, ich brauche ja auch Holz für das Haus, darum will ich dort ein bisschen Holz oder Bäume, um nachher da weiterzubauen. Ja, ich weiß, da oben hat es auch Bäume, aber die nehme ich erst später. Und ja, wir sehen uns gleich. Lol, das letzte Mal bekam ich so wenige Eichensetzlinge. Schaut, jetzt habe ich so viele bekommen. Bis dort hinten und da oben auch noch einer. Ja, den hole ich mir. So, den habe ich. Das Lustige ist, die Bäume sind noch halb am Zerfallen. Ja, ich nehme einen sicher mal mit nach oben. Den Rest pflanze ich hier unten hin, weil hier unten ist das Abbaugebiet. Und ein Skelett habe ich gesehen. Und ich kann nicht schnell rennen. Und oben ist für mich das Naturschutzgebiet. Außer die Bäume, die ich dann pflanze, um abzubauen. Also ich schaue noch genauer, wo ich das dann mache, wo das Naturschutzgebiet ist. Aber ich bin eigentlich... Ich mache das eigentlich. Ich kann ja immer nachpflanzen, egal. Ich muss jetzt mal als erstes raufkommen. Und ja, das geht noch ein bisschen. Bis dahin sehen wir... Also überspringe ich diesen Teil. Nicht, wir sehen uns später. Doch, das sehen wir uns auch. Und ja, bis nachher. Leute, ich musste einen kleinen Umweg machen. Also ich war ja da unten vorhin und ich bin dann da raufgelaufen. Ich wollte eigentlich dort durch, aber dort hat es eine Schlucht. Darum bin ich jetzt da durch. Und mal schauen, was jetzt kommt. Ja, hier ist die Schlucht oder eine halbe Schlucht. Jetzt kann ich natürlich da unten... Au, das tut weh. Und hier ist mein Haus. Tada! Mein wunderschönes Haus. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, bauen wir das Haus aus. Und ich sollte dabei nicht immer Trefferpunkte verlieren, weil das ist nicht so schön. Okay, falls ihr euch fragt, wieso ich noch Birkenholzbretter habe, ja, ich habe die auch noch mitgefarmt, weil Birkenholz kann ich noch später verwenden, aber leider habe ich ein bisschen zu wenig Eichenholzbretter. Sollte ich diese Bäume abfarmen? Ja, weil ich habe jetzt keinen Bock, nochmals alles nach unten zu laufen. Deshalb werden diese Bäume jetzt mal gemetzget, oder wie ich auch das immer sollte nennen. Sie sollten einfach zerstört werden. Jetzt kommt euer Tod. Ihr werdet abgeholzt. Oh, schon ein Eichensetzling. Schön. Die setze ich nachher noch hin. Und jetzt grabe ich noch den zweiten Baum ab. Und nachher baue ich noch das Haus ganz fertig. Den Umriss, dann die Decke noch. Und dann würde ich sagen, mache ich noch ganz kurz die Höhle und schau mal, was ich finde. Na gut, ich finde wahrscheinlich nichts, weil ich baue mich nur ein bisschen in die Tiefe. Die lasse ich dort. Okay, dann würde ich sagen, setze ich noch... Hier wächst einer, ganz klar. Und hier, nein, da will ich keinen. Da könnte auch noch einer wachsen. Und da sind auch noch die Chancen gut. Aber ich muss den zuerst wegnehmen. Das auch noch. Weg. Und jetzt. Das auch weg. Und das auch. Sollte er eigentlich schon wachsen. So schnell geht es auch noch nicht. Thank you.
dieses Herzig. Ein kleines, gemütliches Haus für mich. Und ja, jetzt kommt die Höhle. Ich gehe mal raus. Oder nein, wartet, ich mache mir zuerst eine Spitzhacke. Das ist ganz klar, sonst kann ich nämlich nicht spitzhacken. Spitzhacken, sagt man das so? Ich sage dem so, Spitzhacken, mein neues Wort. Okay, so, jetzt in die Höhle gehen. Wo baue ich die am besten? Ich glaube, ja, ich mache von da aus. Hier beginnt die Höhle. Okay, am Anfang kann ich noch so abgraben. Dann geht es noch ein bisschen tiefer. Okay, so. Hier geht die Höhle runter. Einfach mal ein bisschen geradeaus. Weil am Anfang gibt es nichts Besonderes in einer Höhle. Ein bisschen tief graben muss ich halt am Anfang. Und dann finde ich vielleicht schon ein Erz, das ich benötige. Oder Kohle. Das ist immer gut. Und ja, ich spule jetzt. Das Glück war leider nicht auf meiner Seite. Naja, wenigstens habe ich schon eine tiefe Höhle. So tief ist sie nun auch wieder nicht. Aber ja. Dann würde ich sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Und ja, morgen kommt die nächste Folge. Morgen werde ich dann vor allem Lebensmittel anpflanzen und die Höhle erweitern. Und dann, bis zum nächsten Mal.